Hey und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Weitermachen wir mit Road to Boruto, denn wir waren jetzt gerade natürlich zu Hause und haben einfach mal diesen ganzen Streit miterlebt mit seiner Mutter, dass Boruto natürlich jetzt sauer ist auf seinen Vater, weil er einfach zu Himawaris Geburtstag natürlich nur einen Schattendoppelgänger losgeschickt hat. Und da muss ich ehrlich Boruto recht geben, das ist also wirklich eine mega Frechheit. Da sollte dann Naruto am besten einfach gar nicht kommen und nicht einfach so einen Schattendoppelgänger losschicken, weil das wirkt auch schon so wirklich, dass es einfach nichts Besonderes wäre, sondern das ist einfach nur der Geburtstag meiner Tochter. Schicke ich da einfach einen Schattendoppelgänger hin und gut ist. Also da kann ich ihn schon wirklich sehr gut verstehen und da ist es auf jeden Fall schon scheiße, was Naruto natürlich gemacht hat. Hier werde ich ihn überraschen. So, jetzt müssen wir mal warten. Das war ja klar, dass das Ganze natürlich in einem Kampf ausartet. Mitten in Konoha. Oh mein Gott, Boruto, was ist los bei dir? Musst du gleich mit jedem unbekannten Menschen auf diesem Planeten gleich kämpfen? Ja, das muss er scheinbar. Und mal gucken. Ich denke nicht, dass Sasuke damit sich irgendwie rumspaßen lässt, sondern natürlich auch raushauen wird. Vernichte Sasuke, Feindangriffsstärke plus 20, Geheimtechnik nicht einsetzbar. Schade eigentlich. Mit mehr als 40% Gesundheit abschließen, mit einem Ninjo zu zweimal treffen, zweimal mit Werfen treffen. Okay, werden wir schaffen. Erstmal gleich Ninjo zu. Ah, das ist schon wieder dieser Drecks-Boruto-Sprint tatsächlich. Oh, ich hasse dieses Jutsu, das ist Kaka. Das ist langweilig, das ist so richtig langweilig. Das braucht kein Mensch, hier. Guck dich das mal an. Das ist wie der Tilt hier von Kid Naruto. Also, das ist nichts Besonderes gewesen. Okay, da hat er gleich seine Schulden geschmissen. Und diesen Grab hat auch der andere Boruto. Leider. Oh Mann, ey, macht mich doch nicht traurig. Und gleich zurück und nochmal den Grab einsetzen. Ich versuche natürlich auch irgendwo S-Rang zu kriegen, ist ja klar. Das wäre ja noch langweiliger, dass wir hier auch eine kleine Aufgabe haben. So, und ab jetzt können wir ganz normal spielen. Wir haben alles geschafft. Wir brauchen nur noch, glaube ich, diese 60% oder was das waren. Und dann sollte das auch reichen. Schade eigentlich, dass sie das nicht übernommen haben, dass es diese Map zum Beispiel auch in der Nacht gibt. Weil Borutos Angriff war, glaube ich, im Film in der Nacht. Und dann gab es eigentlich noch diese Szene, wo er hingefallen ist. Also da hat Sasuke ihm sozusagen das Bein gestellt. Schade, dass sie das nicht so 1:1 hier übernommen haben. Aber nun gut. Ich denke, wenn es eine Cutscene gewesen wäre, wäre das auf jeden Fall gewesen. Und ja, das ist auch zum Beispiel eine der neuen Maps, die bekommt ihr mit Road to Boruto. Es wird insgesamt ganze drei Maps geben. Eine wird diese hier sein, die neue Konoha-Map. Dazu dann die Chunin-Prüfungs-Stein-Map. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Und dann bekommen wir noch den Finalort, wo natürlich das Ganze mit Momoshiki und Kinshiki enden wird. Aber das werdet ihr noch sehen. So, Sasuke, wie sieht's aus? Kommt da was jetzt? Er hat es tatsächlich überlebt. Ernsthaft jetzt? Aber was kann ich jetzt? Tilt. Oh, das ist immer noch dasselbe. Egal, einfach mal ein Wasserspritze mitten in your face, Alter. Aber das überlebt natürlich Sasuke auch, als ob der sterben würde. Nein, natürlich nicht. So. Und natürlich wieder S-Rang, ist klar. Brauch eben, aber was anderes erwarte ich gar nicht.試すようなことして進ません。実はおっちゃんが父ちゃんのライバルだったって聞いたことがあって、それでそのお願いがあるんだ。俺をお願いを弟子にしてくれ。どうしても倒したいやつがいるんだ。螺旋丸はできるのか？ それもできないで弟子はないな。簡単だってばさ。この言い合いはおそらく俺の勝ちだってばよ。ナルト、さっきの勝負まだわからんぞ。
ら、もう一度だ。分かってんよ。しかし、お前に螺旋丸を教える日が来るとはな。俺に教えを請いに来た時は夢かと思ったぞ。これまあ俺もやる気が出てきたというか、とにかく今は猛烈に螺旋丸を覚えてんだ。くー、ようやくお前も忍びらしくなってきたってことだな。ボルトがあんなに熱くなるなんて。私も負けてられない。あれ、こっちに歩いてったのに、パーパーってばどこ行ったんだろう。 Okay, finde Sasuke, wir dürfen jetzt einfach mal Sarada steuern. Das wusste ich gar nicht, dass wir auch die anderen Charaktere spielen. Ist auf jeden Fall interessant, muss ich ehrlich sagen. So, aber gucken wir gleich mal auf der Karte, wo denn der Herr Sasuke Uchiha stecken könnte. Scheinbar hier in der Mitte. Da werden wir doch gleich mal hindüse und mal gucken, ob wir unseren Fappi treffen werden oder nicht. Oh, mich nervt das, ey. Kann die nicht ein bisschen schneller rennen oder so? Du bist doch ein Ninja. Spring über die Dörfer. Nicht über die Dörfer, über die Häuser. So rum. Über die Dörfer springen ein bisschen weit, aber über die Häuser. So, aber egal, wir sind ja eh gleich da. Von daher einfach laufen, laufen, laufen. Aber an die Szene kann ich mich gar nicht erinnern jetzt, dass irgendwas mit Sarada und Sasuke kommt. Kam das wirklich im Film vor? Ich habe ihn gesehen, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Papa! Nanda. Anosa, muss ich auch da. Sono. Shugyo, wo zu gehen, hoch in der Kette. Shugyo? ボルトと修行やろうと思ったけど、あんなだし、この木ノ葉丸先生はボルトにつきっきりだし。この里には他にも頼れる忍びはいるだろう。サラダはあなたに修行をつけてほしいのよ。ママ、せっかく戻ってきてるんだもん。ね。ついてこい。うん。いいか、修行といっても今のお前にしてやれるのは実践演習くらいだ。十分。始めるぞ。お願いします。Also irgendwie möchte gerade jeder mit Sasuke trainieren. Ich weiß nicht, was an Sasuke so toll sein soll, dass wirklich jeder mit ihm trainieren will. Boruto möchte mit Sasuke trainieren, Sarada möchte mit Sasuke trainieren. Wartet's ab, jetzt kommt noch gleich Mizuki, denn der möchte auch noch mit seinem Vater trainieren. Ist gut, dass wir im ersten Part auf jeden Fall nicht Sarada getestet haben, sondern Mizuki, weil wir dürfen jetzt die neue Sarada spielen. Und da bin ich mal gespannt, weil wie gesagt, ich habe mir echt gameplaymäßig null angeguckt. Null. Also ich habe da echt keine Ahnung. Ach nö, komm. Ist das dieselbe? Keine Ahnung, ich muss erst die Kombo sehen. Also die Schuriken wirft die auf... Oh. Nee, obwohl, das ist eine andere. Ja, das ist eine andere Blitzübung. Was ist das denn, ey? Das muss ich auf jeden Fall auch mal treffen, diese Blitzübung. Aber das als Jutsu reinzupacken, ich weiß nicht, das ist so... Nein, muss nicht sein. Hau ab, Papi. Jetzt muss ich erstmal mein Chakra auffüllen. Und Blitz... Oh, nochmal. Toll, ganze Chakra wieder weg. Geil, dankeschön. Er ist wieder zurück. Ja, Daddy, kommst du zu mir? Kommst du zu mir? Kommst du zu mir? Sprintest du mal? Sprintest du mal? Komm schon, hallo. Ey, der ist viel zu schnell. Nein, treff ihn doch. Das gibt's nicht. Oh mein Gott. Was war das? Holy shit. Das sieht so richtig lame aus. Am Anfang, aber wenn man trifft, kommt sowas dabei raus. Das ist so ein Chidori-Schlag. Das ist so eine kleine Anlehnung an ihre Mutter. Mit dem Shanaro-Schlag hier. Und natürlich das Chidori von ihrem Daddy. Holy Macaroni, Alter. Was geht denn bei der ab? So, jetzt möchte ich auf jeden Fall auch noch eine Kombo testen. Dazu muss man wahrscheinlich erstmal seinen ganzen Tauschbalken opfern. Und wir haben hier die erste Kombo
Das war die neutrale. Ich glaube, alle kann ich euch nicht mehr zeigen, weil er zu wenig Leben dafür hat. Aber ich versuch's natürlich. Jetzt mache ich die Down-Combo. Und... Boom! Also bis jetzt hatten wir beide Down-Kombos immer mit diesem Fuß, also dieser Schlag. Mysteriös. So, jetzt gibt's noch Ultra. Und bekommt ihr das wenigstens auch nochmal zu sehen. Erstmal Jump nach oben, Arm runter. Alles klar. Und jetzt kommt noch dieses Feuer-Jutsu. Oh mein Gott, und noch ein Shanaro-Schlag, ey. Alter! Das ist auf jeden Fall geiler als ihr normales Jutsu, die andere Sarah da, also die erste. Holy shit! Schreibt mal eure Meinung rein zu dieser Ultra-Attacke, die würde ich ganz gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Also ich fand die auf jeden Fall geil, die hat mir gefallen. Kombos sind jetzt noch so ein bisschen, naja, Jutsu geht vollkommen klar, sieht halt in diesem ersten Sprint total komisch aus, weil da einfach nichts ist. Aber wenn sie trifft, kommt dieser Shanaro-Blitzschlag, der sieht schon ganz geil aus. Und Ultra sowieso. Rage müssen wir uns noch angucken, aber da war ich natürlich zu gut für, dass ich da in den Modus rein muss. お前にはこれで十分だろう。これで？正直なところ、今のお前に教えることはない。お前の強さは俺がよく知っている。 今はお前より導かねばならない存在がいる。 サラダ。 そんな顔するな。 また今度な。 ありがとう、パパ。 もはやこの大地に用はない。 金色。 は。 行くぞ。 狙いは？ かぐやが取り損ねた畜生。 狐狩りだ。嘘だろ、これ。あの得得難易度 A ランクの螺旋丸をこの数日で。 よっしゃ！ なんてやつだ。 この浜野先生、サンキューな。これで弟子入りできるってばさ。お、お、頑張れよ。驚かせてやる。弟子入り。さて、サスケのおっちゃんはどこに行くかな。里にいればいいけど、いなかったら森の中かな。なんか。 Ja, wir haben scheinbar das Rasengan gelernt. Also Boruto denkt natürlich, dass er das Rasengan gelernt hat. Ob das natürlich der Fall ist? Ja, es sieht ganz gut aus, aber es sah noch wirklich sehr, sehr, sehr mickrig aus. Aber das werden wir jetzt erstmal begutachten lassen von Herrn Sasuke Uchiha. Deswegen gehen wir direkt mal in den Wald und gucken einfach mal, was er sagt. Ida! その目でしっかり見てくれってばさ。どうだ。随分と小さいな。それでは螺旋丸とはとても言えないが、できていることに。 最後まで話を聞かないやつだ。
どうしました？なるほど、ひどい話ですね。では、私がいいものをあげましょう。それって…これを使えば、その方に認められるはずですよ。これからは、クール、スマートに、小さな労力で限りなく大きな成果を導き出す。努力や根性といった言葉はもう時代遅れなんです。若、あなたが新しい時代の先頭に立つんです。科学忍具を使って次世代の忍びってやつをみんなに教えてあげるんですよ。その師匠気取りの方と七代目にもね。さあ、新しい和歌の実力を見せてきてください。おう、サスケのおっちゃんはまだ森にいるかな。とりあえず行ってみるってばさ。 Ein neues Ereignis wurde freigeschaltet mit Shikamaru, aber das werden wir auch erst irgendwann mal machen. Aber nun gut, Freunde, wir werden auch im nächsten Part erst in den Wald gehen. Wir haben jetzt diese Ninja-Maschine von... Oh Gott, wie hieß denn der nochmal? Kasuki oder irgend sowas? Kasasuki. Steht da sein Name? Katasuke. Katasuke heißt der oder Katasake oder wie auch immer. Auf jeden Fall, von ihm haben wir jetzt diese Ninja-Maschine bekommen, die natürlich sehr... Naja, es ist natürlich einfach, tolle Jutsus damit zu machen, aber es ist natürlich, wie er schon selber sagt, ohne Anstrengung, ohne Mut, einfach ohne Disziplin, irgendwelche Jutsus drauf zu haben, die man eigentlich gar nicht drauf hat. Und das dann halt im Krieg irgendwie einzusetzen oder in irgendwelchen Kämpfen, ist natürlich lame in dem Sinne. Schaut euch Naruto an, der hat von Kind auf trainiert und hat einfach das alles erreicht, was er hatte. Natürlich, er hat noch Kurama und das Chakra natürlich von ihm, also... Da hat es Boruto ein bisschen schwieriger, aber natürlich kann man es auch ohne schaffen. Bestes Beispiel ist Sasuke. Aber das werden wir dann alles im nächsten Part sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Jetzt habe ich 3 Parts rausgeknüppelt, Freunde. Ich brauche weiterhin eure Unterstützung. Zeigt mir einfach, dass ihr es drauf habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Und wenn ihr mehr haben wollt, immer Daumen nach oben. Kommentare schreiben, einfach Meinungen reinknüppeln, was ihr so zu Boruto sagt und so. Also es interessiert mich, lasst uns da ein bisschen diskutieren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Tö, tö, tö.